Keine Verarsche? Die ist echt tot? Mann, es tut mir leid. Ja, uns auch. Sie geben also zu, Daniela Schmadtke gekannt zu haben. Was heißt gekannt? Sie war ein heißer Feger. Sowas läuft einem nicht jeden Tag über den Weg. Aber gestern Abend habe ich sie das erste Mal gesehen. Nicht nur gesehen. Sie hat mit ihr geflirtet, obwohl ihr Freund daneben stand. Da war der Ärger doch vorprogrammiert, oder nicht? Na und? Ich meine, wenn sie sich drauf einlässt, immerhin hatte ich leichtes Spiel bei ihr. Ja, tolles Spiel. Die Frau hat mit ihrem Leben dafür bezahlt. Also, was ist letzte Nacht vorgefallen? Die Frau ist doch in ihr Auto gestiegen. Ja, sie ist in mein Auto eingestiegen. Wir haben uns unterhalten. Und als ich rausbekommen habe, dass sie sich von ihrem Freund getrennt hat, dann wollte ich an die Wäsche. Aber? Ja, sie wollte nach drei Straßen wieder aussteigen. Hatte sich woanders überlegt, wollte mit ihrem Freund noch mal über alles reden. Ja, weiter? Ja, nichts weiter. Sie ist ausgestiegen. So ein Blödsinn. Jetzt passen Sie mal auf, ich erzähle Ihnen jetzt mal, wie es war. Sie haben es nicht verkraftet, eine Abfuhr von einer Frau zu bekommen. Dann kam es zum Streit. Sie ist ausgestiegen und weggerannt. Und Sie haben sie mit Ihrem Auto angefahren. Ist das nicht so? Das ist die volle Höhe. Und der größte Schwachsinn überhaupt. Ich habe Sie weder angerührt, noch habe ich Sie angefahren. Sie können gern mein Auto überprüfen. Glauben Sie uns, das werden wir machen. Leute, verdammt, ich schwör's. Ich habe das Mädchen wieder aussteigen lassen. Ganz in der Nähe wohnt ein Kumpel von mir und wir haben die ganze Nacht Computer gezockt. Ich habe das Auto des Verdächtigen, den Alex und Gerrit vorhin vernommen haben, überprüft. Der Wagen ist sauber. Keine Unfallspuren. Und sein Alibi? Sein Kumpel hat bestätigt, dass die beiden zwischen 23.30 Uhr und 4 Uhr morgens Computer gezockt haben. Ich habe mir ja gerade noch mal den anderen Verdächtigen vorgenommen. Den Freund der Toten? Ja, oder Ex-Freund, wie immer man den bezeichnen will. Glaubst du wirklich, dass die Frau aus dem Sportwagen des einen Typen ausgestiegen ist und zu ihm zurückgegangen ist? Also ausschließen würde ich das nicht. Und wenn es so war, mein, der war doch bestimmt total sauer. Und damit hätte der auch ein Motiv. Und? Ja, nichts und. Er behauptet nach wie vor, sie nach dem Streit nicht mehr gesehen zu haben. Aber er hat kein Alibi. Nee, aber auch an seinem Auto wurden keine Unfallspuren gefunden. Wir drehen uns bei diesen beiden Männern im Kreis. Vielleicht gibt es ja auch eine dritte Person, die ihre Finger im Spiel hat und die Frau überfahren hat. Da habe ich auch schon dran gedacht. Wir sollten mal die Werkstätten in den Bereich checken. Also wer ab Donnerstag Fahrzeuge mit Unfallspuren reinbekommen hat. Wir waren jetzt bei drei Werkstätten, aber die Schäden an den Unfallwagen passen nicht zum Tathergang. Ja, wir fahren jetzt zur vierten Adresse. Ja, da melden wir uns. Okay, bis nachher. Ciao. Ich glaube sowieso nicht an die Theorie von dem dritten Unbekannten. Fahrerflucht nach Unfall, okay. Aber wieso macht sich der Täter die Mühe und bringt die Frau danach noch an einen Parkplatz? Keine Ahnung. Eben. Alex, wir haben zwei Verdächtige mit einem eindeutigen Motiv. Einer hat überhaupt kein Alibi und der andere ein eher fragwürdiges. Ja und, was denkst du? Der Freund war's. Ja. Er ist dem Sportwagen gefolgt. Sie ist irgendwann ausgestiegen und er hat sie angefahren. Aber wie ist das Mädchen ins Gebüsch gekommen? Genau das werden wir jetzt aufklären. Da vorne steht der Wagen. Ich habe es Ihren Kollegen ja schon am Telefon gesagt. Das ist der einzige Unfallwagen, den wir seit Donnerstagnacht hier reinbekommen haben. Ein Taxi? Mhm. Der Kunde hat richtig Stress gemacht. Der kam hier rein und hat gesagt, wir sollen den Wagen sofort wieder flott machen. Naja, dass der auf sein Taxi angewiesen ist, war klar. Der kam gleich mit ein paar dicken Scheinen rüber und hat gesagt, wenn ich den Wagen so schnell wie möglich flott kriege, dann gibt es einen extra Bonus. Was musste denn repariert werden? Ja, vorne die ganze Stoßstange hier. Die war total im Eimer. Dem armen Kerl ist nämlich ein Reh vors Auto gelaufen. Haben Sie die defekten Teile noch? Nee, die habe ich schon zum Schrott geplant. Da werden Sie nichts mehr finden. Aber den Fahrer des Wagens können Sie uns doch nennen. Sicher, Körner heißt der Mann. Aber du müsst sowieso jeden Augenblick hier auftauchen. Der muss nämlich seinen Wagen bis 12 Uhr hier abholen. Danach machen wir die Werkstatt samstags immer dicht. Dann fahren wir gleich noch zur letzten Adresse und dann machen wir Feierabend, hä? Jo, so wird's gemacht. Herr Körner, hallo. Wollen Sie einen Wagen holen? Ja, gerne. Gerne. Ja? Oh, ganz kleine Sekunde. Ja, kein Problem. Okay. Körner? Wie stellen Sie sich das vor? Herr Körner ist da. Warum gerade dort? Ja, verdammte Kacke, ich komme, ja. Entschuldigung, kommen Sie mal kurz. Wir sind von der Kripo, Rietz, mein Kollege Herr Gras, Herr Körner. Ja? Guten Tag. Wieso? Wir haben ein paar Fragen an Sie bezüglich Ihres Unfalls. Was für Fragen? Es ist ja niemand zu Schaden gekommen. Ja, trotzdem.
Wann ist der Unfall denn passiert? Das war so Donnerstagnacht, so gegen 23:30. Und wo genau? Das war an der Ausfallstraße Richtung Büttdorf. Da ist mir so ein dummes Reh vors Auto gelaufen, deswegen bin ich hier. Haben Sie denn die Polizei oder das Forstamt verständigt? Nee, weder noch. Warum nicht? Ja, ich wollte keinen Ärger haben. Ich bin Taxifahrer und ich lebe davon und das ist auch schlecht fürs Image. Und ja, dann war es natürlich auch noch eine Privatfahrt und die Taxizentrale sieht das natürlich nicht so gerne. Ne? Okay, Herr Körner, um es kurz zu machen, begleiten Sie uns jetzt am besten zu dieser Unfallstelle. Dort müssen wir noch ein paar Spuren oder vielleicht sogar das Reh finden. Kommen Sie. Alles klar. Bis dann. Tschüss. Was gibt's? Hallo Michi, ich bin's. Alex und Gerrit hatten recht. Der Taxifahrer lügt wie gedruckt. Wir sind mit ihm die Ausfallstraße hoch und runter gefahren. Aber es gab keinen Hinweis auf einen Wildschaden. Ja, aber das war doch wohl noch nicht alles, oder? Nein, das ist noch nicht alles. Ich habe auch mit der Zentrale gesprochen. Das Taxi verfügt über ein GPS. Und laut GPS war der Taxifahrer am Donnerstagabend nicht mehr annähernd bei Büttdorf. Sondern? In der Nähe von der Packbucht. Also, Alex und Gerrit bleiben neben dran. Alles klar, mach's gut. Ciao. Bis dann. Ciao. Das kann doch kein Zufall sein. Die Landstraße führt zu der Parkbucht, wo die Frau gefunden wurde. Also wenn der jetzt zu dem Parkplatz fährt, dann können wir davon ausgehen, dass der Taxifahrer was mit der Sache zu tun hat. Wer weiß, vielleicht finden wir da sogar noch Spuren von ihm. Ja, aber die Kollegen haben nichts gefunden. Oh, der alte Mann. Ja, Michi, was gibt's? Ja, du. Ich habe gerade Besuch bekommen, und zwar von einem Helge Bratstedt. Ja, der Name sagt mir irgendwas. Ja, das ist der Alibigeber für diesen Freis, also der Typ in dem Sportwagen, der die Tote mitgenommen hat. Ja, und? Naja, angeblich haben die beiden ja Computer gespielt, nachdem die Tote das Fahrzeug verlassen hatte. Angeblich? Das Alibi war gekauft. Freis hat Bratstedt 1.000 Euro dafür gegeben. Aber der hat jetzt kalte Füße bekommen. Ist der Freis noch bei uns in Gewahrsam? Nee, der muss sich laufen lassen. An seinem Fahrzeug waren ja keine Unfallspuren, aber ich habe ihn schon zur Fahndung ausgeschrieben. Ja, okay, wir bleiben jetzt trotzdem an dem Taxifahrer dran. Irgendwas stimmt nicht mit dem. Alles klar, bis später. Ciao. Auf wen wartet er denn? Keine Ahnung. Hey, ich fass es nicht. Das ist der Freis, der die Tote in sein Auto mitgenommen hat. Hast du das Geld? Kann ich mich ja die Fahndung abblasen. Da hast du's. 10.000 bis vereinbart. Sollen die Nummer? Polizei! Runter, hey, mit der runter Waffe! Mit der Waffe! Was machen Sie denn hey, da? Ans Taxi! Schön da stehen bleiben, ja? Umdrehen. Also. Aha. Was wollten Sie mit der Waffe? Und warum haben Sie so viel Geld dabei? Jetzt hören Sie mal gut zu. Wir wissen ganz genau, dass Ihr Alibi gekauft war. Ihr Kumpel hat ausgepackt. Außerdem werden Sie polizeilich gesucht. Ja, aber er war es verdammt nochmal. Er hat Sie auf dem Gewissen. Ich meine, ich habe nur gelogen, weil ich sonst kein Alibi hatte. Aber er war's. Ja, natürlich. Jedes Mal hören wir von Ihnen eine andere Version. Okay, jetzt sage ich die Wahrheit. Ja, bitte genau schön. Genau jetzt. Also, ich gebe es zu, die Frau ist nicht nach 23:30 wieder ausgestiegen. Ach, was kommt denn jetzt für eine Geschichte? Wir sind aus der Stadt rausgefahren. Ich wollte ein cooles Plätzchen suchen für... Sie wissen schon. Ja, weiter. Wird's ja, nicht weit von hier auf einer Lichtung. Da haben wir angehalten und ich wollte ja an die Wäsche. Da hat sie rumgezickt. Hat auf einmal keine Lust mehr oder so. Dann bin ich ausgetickt. Was haben Sie mit dem Mädchen gemacht? Nichts. Ich habe sie angebrüllt. Hat sie die Tür aufgerissen, ist ausgestiegen, ist weggerannt. Ich bin noch hinterher, wollte mich entschuldigen. Vielleicht hat sie gedacht, ich will sie vergewaltigen oder sowas. Sie ist immer schneller gerannt, völlig panisch. Dann habe ich sie aus den Augen verloren. Dann habe ich ein Auto gehört und einen dumpfen Schlag. Sie muss blindlings über die Straße gelaufen sein. Das Taxi hat sie voll erwischt. Mein Gott, was habe ich gemacht? Ich habe dann gedacht, er bringt sie ins Krankenhaus. Mein Gott, was anderes hätte ich auch nicht tun können. Ich habe mit dem Unfall nichts zu tun. Trotzdem wollten Sie Profite rausschlagen.
Als sie gehört haben, dass die Frau tot ist, haben sie sich gedacht, erpresse ich mal den Kerl, der dafür verantwortlich ist, ja? Verdammt nochmal, wieso haben Sie das Mädchen nicht ins Krankenhaus gebracht? Ich wollte sie ins Krankenhaus bringen. Deswegen bin ich auch ausgestiegen. Aber sie hat überhaupt nicht mehr reagiert. Ich war wirklich davon überzeugt, dass sie tot ist. Und haben Sie gedacht, sie ist tot und haben Panik gekriegt? Ja, natürlich. Das ging alles so schnell mit dem Unfall. Ich war in Gedanken. Ja, und getrunken hatte ich natürlich auch was. Was haben Sie dann mit ihr gemacht? Sie sollte an einem anderen Ort gefunden werden, dass man sie mit mir nicht in Verbindung bringen konnte. Es war ein furchtbarer Fehler, das weiß ich, aber ich habe in dem Moment keine andere Möglichkeit gesehen. Sie hätten dem Mädchen helfen müssen. Dann würde es heute noch leben. Stefan Körner wurde wegen fahrlässiger Tötung, unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Verstoßes gegen das Waffengesetz zu 5 Jahren Haft verurteilt. Mario Freis wurde wegen versuchter Erpressung und versuchter Strafvereitelung zu 1 Jahr und 6 Monaten auf Bewährung verurteilt.